zu Lob und Ehre des allmächtigen, ewigen Gottes, zu Nutz und Wohlfahrt des Schlosses, zu Schutz und Schirm der gemeinen Lande zu Jever, haben wir mit Vollmacht und Zustimmung der wohlgeborenen und edlen Maria, Erbtochter und hinterlassenen Fräulein zu Jever, Rüstringen, Östringen und Wangerland, den Flecken Jever im Jahre 36 am ersten Mittwoch der nun vergangenen Fasten mit eurer Hilfe befestigen können. Bürger von Jever, ja, aus dem Flecken Jever ist nunmehr die Stadt Jever geworden. Nur mit Hilfe der Kleinarbeit meines Kanzlers Remmer von Sedig und meines persönlichen Beraters Boeing von Oldersum ist es gelungen, aus diesem Flecken eine Stadt zu machen. Sie soll fortan nach diesen Tagen eine angesehene Stadt genannt und als solche geachtet werden. So freue ich mich auf das, was ihr zu diesem denkwürdigen Anlass für uns vorbereitet habt. Hochgestellte Persönlichkeiten begleiten diesen Festakt. So bitte ich als Erste unsere Frau Bürgermeisterin Angela Dankwart, einige Grußworte an die Bürger dieser Stadt und deren Gäste zu richten. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Dieser traurige Slogan der Karnevalisten wird in Jever umgekehrt. Bei uns fängt damit alles an. Wie ein roter Faden zieht sich unser Jubiläum durch das Jahr. Es ist eine Hommage an unsere geliebte Regentin Fräulein Maria, die mit der Verleihung der Stadtrechte die Stadt Jever vor 475 Jahren vorausschauend und nachhaltig positioniert hat. Danke, Frau Bürgermeisterin. Seine ministerielle Hoheit und Innenminister Uwe Schünemann, Schirmherr dieses Aktes, hat es sich nicht nehmen lassen, hierher zu kommen und ist aus der Landeshauptstadt angereist. Unser gnädig Fräulein Maria, Ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir heute feiern können. Es war ohne Frage eine weise Entscheidung, der Stadt oder dem Flecken damals Jever die Stadtrechte zu verleihen. Und Ihre Untertanen haben viel draus gemacht. Meine Damen und Herren, 475 Jahre, das ist eine Erfolgsgeschichte und ich kann Ihnen nur sagen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und quasi als Rechtsnachfolger von unser gnädig Fräulein Maria kann ich nur sagen, herzlichen Dank für das, was Sie dazu beitragen, dass das Land Niedersachsen auf der Überholspur sind. Sie tragen Ihren Beitrag dafür. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ich darf Ihnen nunmehr vom Niedersächsischen Städtetag den Vorsitzenden Christian Geiger vorstellen. Ich möchte im Namen des Niedersächsischen Städtetages, der Interessenvertretung und Solidargemeinschaft der niedersächsischen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, zu der 128 Mitglieder gehören, darunter auch seit sehr langer Zeit die Stadt Jever, sehr herzlich gratulieren. Nicht lang schnacken soll man oder auf den heutigen Anlass übertragen, kurze Grußworte. Deshalb also zum Schluss ganz bündig. Ich wünsche der Marienstadt Jever im Namen der niedersächsischen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden alles Gute für die nächsten mindestens 475 Jahre. Für den aus bekannten Gründen verhinderten Bojung von Oldersum, meinem verehrten Mitgeschworenen, bitte ich den heutigen Drosten, Landrat Sven Ambrosi, um seine Grußworte. Meine Damen, meine Herren, die Stadt Jever kann mit Stolz auf das Erreichte und mit Zuversicht auf das Kommende blicken. Namens Kreistag und Kreisverwaltung und auch ganz persönlich bedanke ich mich für ein vertrauensvolles Miteinander und viele gute Gespräche in unserer Kreisstadt Jever. Wie alle wissen, hat der Fürst von Anhalt-Zerbst 1667 das Jeverland geerbt und blieb bis 1793 mit Jever dynastisch verbunden. So hat es sich unsere Partnerstadt Zerbst nicht nehmen lassen, einen Abgesandten zu schicken, keinen geringeren als den Herrn Bürgermeister Helmut Behrens. Das Jever im Jahre 1667 durch Erbfolge einmal an das Haus der Anhalt-Zerbster Fürsten fallen würde, das konnte auch Fräulein Maria
bei allem ihrem Weitblick nicht ahnen. 126 Jahre lang herrschten und prägten 6 Regenten aus dem fernen Zerbst somit die Geschichte von Jefer maßgeblich mit. Helmut Burlager vom Jeferschen Wochenblatt schrieb vor 25 Jahren, also zum 450. Jubiläum: Zerbster Fürsten brachten in ihrer Herrschaft höfischen Glanz nach Jefer. Schlossturm und Amtsgericht sowie Teile des heutigen Mariengymnasiums zeugen heute noch davon. Und Zerbst hat auch dafür gesorgt, dass hier Jefer oben Anerkennung zufiel. Heute, liebe Jeferanerinnen und Jeferaner, geht es um die Gegenwart. Heute und vielleicht in den nächsten Tagen ist Feiern angesagt. 475 Jahre Stadtrecht zu Jefer. Ein stolzer Geburtstag für eine stolze Stadt. Für unsere Nachbarstädte des Landkreises Friesland richtet nun der Herr Bürgermeister von Sande, meiner Geburtsstadt, Josef Wesselmann, seine Grußworte an Sie. Verehrte Gäste, liebe Angela, es ist guter Brauch unter uns kommunalen Nachbarn, dass wir uns auch zu Jubiläen, auch zu so einem besonderen Jubiläum, keine kostspieligen Geschenke machen. Aber etwas bringen wir natürlich mit. Gemeinsam mit dem Landkreis haben wir dann überlegt, was es sein soll. Liebe Angela, wir schenken der Stadt Jever zwar den Baum, das heißt aber nicht, dass wir ihn auch einpflanzen. Das dürft ihr schon selber machen. Und dazu haben wir auch das notwendige Arbeitsgerät mitgebracht, einen Spaten. Und ich hoffe, dass du und deine beiden Stellvertreter damit auch umgehen können. Außerdem erfüllst du ein Spaten auch noch eine weitere Funktion. Wenn du mal Frust hast oder in deiner knapp bemessenen Freizeit dich mal körperlich ertüchtigen möchtest, dann kannst du auch mal nach dem sagenumwobenen unterirdischen Gang von Schloss Jever zum ehemaligen Sommerschloss nach Altmarienhausen bei uns in Sande buddeln. Und es wäre doch eine schöne Ergänzung der Stadtgeschichte, wenn es dir gelingen könnte, diesen Stollen zu finden und freizulegen. Ich darf mit Ihnen Ihre Magnifizenz Frau Professor Dr. Antje Sander begrüßen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ultima Thule hat Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief 1827 Jefer spöttisch genannt und damit gemeint, dass es aus seiner mitteldeutschen Sicht unendlich weit im Norden liegt und auch sonst aus verschiedenen Gründen anders ist, als er dies selbst in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht kannte. Als der Orientreisende Ulrich Jasper Seetzen, dessen Bildungsgrundlage in Jefer gelegt wurden, vor nunmehr 200 Jahren den Jemen bereiste, wo er 1811 starb, also auch vor 200 Jahren, hatte er, Zitat, auf dem Rücken meines geduldigen Kamels eines der ödesten Gebirge der Welt durchzog, wie er in einem Brief an seinen in Jefer gebliebenen Freunde schreibt, er hatte eine patriotische Fantasie, die die Zukunft seiner Heimatstadt betraf. Er träumte, er wäre nach langer Abwesenheit wieder nach Jefer zurückgekehrt und fand dort alles wohlgeordnet vor, da, Zitat, die Landesregierung ein ganz anderes System angenommen hatte. Und statt bloß eigenem Interesse zu frönen, hatte sie das Wohl des Ganzen zu dem Hauptziel ihrer Bemühungen gemacht. Seetzens Fantasie ist in den letzten 200 Jahren in vielen Bereichen Wirklichkeit geworden. Aber mit seinem Appell, das große Ganze nicht aus den Augen zu lassen, ist er aktueller denn je. Ich danke Ihnen. Danke, Eure Magnifizenz, für die aufschlussreichen und interessanten Ausführungen.
dankt den friesisch-ostfriesischen Musikanten für ihre bemerkenswerte Musik, Herr Kapellmeister Volker Resing. Euch, die ihr nun unsere Nachfolger seid, verdingt euch für unsere Stadt und lasst sie weiter blühen. Sie hat es verdient. Nun aber folgt mir ins Foyer, wo unsere Köche ein leckeres Mahl bereitet haben. Esst und trinkt. Ihr habt es euch verdient. Angela Dankwart, heute der erste Ehrentag zum 475. Geburtstag. Das heißt, es werden noch viele gute Tage folgen. Aber für heute schon mal so der Startschuss und zufrieden erst einmal so mit dem ersten Abend? Ja, hundertprozentig zufrieden, gar keine Frage. Perfekt organisiert von Norbert Hartwiger mit einem tollen Rahmenprogramm. Wirklich nette Redner, toller Text, Festvortrag. Und auch das Grußwort des Ministers Uwe Schünemann fand ich auch sehr wohltuend und wohlwollend. Reden, wie gefällt es dir hier in Jever? Immer gut. Also ich komme nicht umsonst regelmäßig und gerne hier nach Zerbst, nach Jever. Und das schon jetzt das 21. Jahr. Das 21. Jahr, das ist ja gewaltig. Wenn ich in Jever bin, habe ich gesagt, es ist auch doch sehr schön als Bürgermeister hier solche Erlebnisse, solche Freunde vorzufinden und wo es Spaß macht. Und ich meine, ich habe eigentlich immer einen guten Kontakt gehabt, auch zu den Vorgängern, zu den Bürgermeistern aus Jever Vorgängern. Und natürlich auch zu Angela Dankwart, ein hervorragendes Verhältnis. Die ist eine gestandene Frau und ist natürlich auch volkstümlich. Und eigentlich gut und die Chemie stimmt. Vorher Siegfried Harms und jetzt hier die Angela Dankwart. Also das funktioniert alles. Sylvia Sievers-Peeks, ein viel bewusster Name hier in Jever neuerdings. Sie ist öfter mal als Maria aufgetreten und wird das auch wohl in diesem Jahr nochmal und im nächsten Jahr auch. Was hältst du davon? Das finde ich ganz, ganz toll. Und da das jetzt ja auch aufgenommen wurde, kann ich dich ja festnageln. Das ist aber schön. Und das als Wittmunderin. Da freue ich mich aber, dass eine Wittmunderin, früher haben wir die Wittmunder Hexe verbrannt, aber heute haben wir eine Wittmunderin als Maria. Und das ist bemerkenswert.